So, hallo, wir machen weiter bei Sonic Adventure 2. Das letzte Mal haben wir Kart gefahren und heute fahren wir. Ja, ich würde sagen, wir fahren nochmal Kart, aber jetzt die Missionen bei Tails und Rouge. Denn das ist, wie gesagt, nochmal ein bisschen anders als normale Missionen. Auf Route 101 müssen wir zum Beispiel 100 Ringe am Anfang sammeln. Das ist normal. Das ist dann tatsächlich wieder wie bei anderen Missionen auch. Dann tun wir das mal schnell. Das Schöne ist ja, die Mission ist beendet, sobald man die Ringe hat. Das nächste Schöne ist, man kann die Ringe nicht verlieren, die man sammelt. Insofern ist das super easy machbar. Denn es gibt nicht auch nur 100 Ringe, es gibt ein bisschen mehr. Die hat man relativ schnell zusammen. Wenn man nicht alle verpasst. Schön die Doppelten mitnimmt vor allem. Den Ballon lassen wir Ballon sein. Ah, da habe ich jetzt ein paar verpasst, aber ist okay. Mit die Hälfte haben wir schon zusammen. Ah, jetzt habe ich natürlich tatsächlich ein paar verpasst. Das ist nicht ganz so schön. Und wieder verpasst. Aber wir haben es gleich. Wir sollten es gleich haben. '99! Ja, Mensch! Der Ballon war ein Ringe, wusste ich gar nicht mehr. Das hat sogar mal einen Rang A gegeben. Einen von den zigtausend, die wir brauchen. Ja, Mensch. Stage select. So, Nummer 3. Das ist bei den anderen ja die Chao-Mission. Ramme keine anderen Autos. Ja, was passiert, wenn wir andere Autos rammen? Dann ist die Mission natürlich zu Ende. Also, ich darf die Wand rammen, aber die anderen Autos nicht. Nur kurz zur Demonstration. Es geht jetzt nur um die Autos. Auch das sollte drin sein. Wenn die nicht selber fahren wie die größten Idioten. Ärgerlich ist es hier, wenn man kurz vorm Ziel dann nochmal von einem Auto gerammt wird. Das ist richtig ärgerlich. Das hasse ich. Aber... Yo, das ist, wie gesagt, jetzt noch nicht so eine schlimme Mission. Geh weg! Sag's dir. So, schnell vorbei. Wer vorbeigefahren ist, hat die... das Auto hinter sich. Okay. Sehr schön. Der letzte Checkpoint. Ah, wo kommst du denn her? Alter! Das meine ich, wenn das zum Beispiel kurz vor Schluss passiert. Urgh. Hass. Da war doch gerade ein rotes Auge, Gott. Du bist da gerade ganz ungünstig, mein Freund. Gibt es keinen Gegenverkehr. Wir fahren alle nur in eine Richtung. Voll realistisch, ja. Oh Gott, in so einem Ding jetzt im Auto ausweichen ist auch richtig krass, ey, richtig geil. Freut mich immer wieder. Okay. Wehe, du fährst rüber. Ich hau dich. Danke. Gut, damit sollten wir es haben. Hier noch um die Kurve und dann den Turbo und dann fertig. Ja, das war's. Oh! Also 3 Minuten braucht man schon, um durchzukommen. Mensch, Mensch.
Später haben wir die Limousine wieder eingeholt vom Präsidenten. Was ja damals das Ziel hier war. Oh, und auch das ein Rang A. Ja, Mensch. I like. Auch das ein Rang A. Stage select. So, was ist das gewesen? Die Zeit, glaube ich, ne? Ach nee, jetzt die Mauern. Jetzt darf ich nicht an die Mauern rankommen. Jetzt darf ich Autos rammen, aber nicht Mauern. Das ist an sich auch okay. Es wird halt ab einer gewissen... Ups. Ab einer gewissen Stelle ziemlich nervig, aber okay, das wurde hier schon nervig. Denn das Problem ist ja, man darf jetzt... Das habe ich ja im Let's Play schon... Ja, es ist das Let's Play, aber das habe ich ja schon im Story Mode gesagt. Man darf jetzt ja nicht langsamer werden, denn man muss ja trotzdem rechtzeitig zum Ziel kommen. Die Zeit läuft ja oben da oben ab. Man kann jetzt ja nicht hier durch wie eine Schnecke durchwatschen. Das geht ja leider nicht. Ja, und wenn es da unten halt eng wird, dann ist es stressig. Dann ist es richtig stressig. So, jetzt haben wir erstmal einen ordentlichen Zeitbonus bekommen. Man muss halt schauen, dass man immer in diesen Rutschmodus kommt. Wollte ich nicht. Und dann kann man nämlich... In dem Rutschmodus kommt man halt besser um die Kurve. Aber das sollte man ja auch feststellen. Wenn man das hier so sieht. So. Schon im letzten Checkpoint gleich, ja, ne? Das wollte ich nicht, war der falsche Knopf. Yes, okay. Das heißt, jetzt kommt die enge Stelle. Und Autos gibt es in dem Abschnitt auch jetzt gar nicht mehr, weil es ja nur um die Mauern geht. Nicht, dass sich jemand wundert, dass hier keine Autos sind. Okay, die Zeit ist kein Problem, da kann ich mir jetzt wirklich ein bisschen... Bisschen chillen kann ich jetzt machen. Ein bisschen chillen kann ich jetzt. Aber nur ein bisschen. Nicht zu viel. Und ich sollte unbedingt den Turbo aufheben. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn? Ich sollte unbedingt den Turbo aufheben für die letzte Stelle. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Kam jetzt nicht hier noch eine Kurve? Oder ging es gerade durch? Es ging gerade durch, okay. Switz. So, den Turbo heben wir jetzt auf, den verbraten wir jetzt nicht. Nicht, dass es am Ende dann zu knapp wird. Das wäre nicht so cool. Und hier halt den Ballon da hinten holen ist halt gefährlich, weil da rast man das Dreck dann in die Wand rein. Aber okay, wir haben es. Alles gut, alles gut. Puh! Sehr schön. Ja, jetzt noch in die Wand reinfahren wir auch. Sehr smart. Auch das A oder B? Ich war ziemlich langsam. Oh, ich war böse langsam. Okay. Meinetwegen. Also auch da für A muss man schon ordentlich durchziehen. So, die letzte Mission. Man kann es sicher denken. Der Hard Mode. Wir dürfen wieder alles rammen. Hurra. Ja, was ist hier dann jetzt so viel harder? Wir werden sehen.
Das werden wir wohl feststellen gleich. Na toll, jetzt habe ich meinen Turbo verbraten mit dem Auto. Ja, es sind erstmal viel mehr Autos unterwegs und ich hoffe, ihr habt es gesehen. Vorhin ist die Zeit ja auf irgendwas mit 99 hochgedriftet. Diesmal nicht so wirklich viel. Ja, wir bekommen deutlich, deutlich, deutlich weniger Zeit dazu bei den Checkpoints. Was das Ganze am Ende ziemlich knapp werden lassen wird, wenn ich richtig verkacke. Was ich nicht hoffen will, aber... Es wird ja schon eng, an den nächsten Checkpoint zu kommen. Hilfe! Der kommt jetzt gleich. Aber das war ganz schön knapp. Wie viel bekommen wir dazu? Eine Minute. Das war blöd. Nein. Okay. Hui. Ach, okay. Nein. Sowas nicht. Du kriegst keine Zeit mehr dazu, Tails. Du musst jetzt schnell durch sein. Du musst jetzt richtig schnell da durchkommen. Nicht jetzt irgendwo anrammeln. Okay, sehr schön. Boah, das wird verdammt knapp, Mann. Ich brauche unbedingt noch einen Turbo. Das wird nichts mehr. Das wird auch mit Turbo nichts mehr. Jetzt muss ich halt noch bis zum Präsidenten vorfahren. Scheiße. Oh Gott, das reicht nicht. Nein. Shit. Oh, komm schon. Das ist das, was ich meine. Es wird am Ende verdammt knapp. Das ist genau das, was ich meine. Man sollte am besten mit keinen Autos kollidieren. Denn die kosten einen halt richtig Speed. Wenn man allerdings dabei gerade gleichzeitig runterfährt, dann geht das. Dann kann man das mal machen. Das war jetzt zum Beispiel nicht so gut. Das war gar nicht gut. Und man sollte halt den Turbo einsetzen, ohne ihn dann gleich zu verbraten an irgendeinem Auto. Ach, komm schon. Sollte sich hier den Turbo holen. Jetzt können wir es in etwa abschätzen, wenn wir bei der anderen Stelle wieder 71 Sekunden haben, wird es verdammt knapp. Das heißt, wir sollten da deutlich mehr als 71 haben. Mindestens 80 oder sowas. Mindestens 80. Das heißt, wir sollten mit spätestens 20 durch den zweiten Checkpoint, durch den letzten Checkpoint fahren. Nein, ich hab den Ding so fast. Kacke. Bin ich dadurch jetzt echt so krass langsamer geworden? Oh mein Gott. Nein. Oh, ob das jetzt noch drin ist? Ich werde es probieren, aber ich fürchte nicht. Weil wenn ich nirgendwo mehr anecke, dann vielleicht mit ganz viel Glück. Wenn ich solche Speed-Dinger dann reinknallen, noch zusätzlich. Nein, scheiße. Nach hinten. Schlecht. Ich lasse mich da durch. Nicht! Gegen das Auto. Das wird doch wieder nichts.
Ja, wo soll jetzt der Speed noch herkommen? Nope. Man sieht zwar die Limousine, aber das reicht nicht. Nicht den Speed verlieren, das ist gerade super gut. Das war gerade ein super Speed-Up, Mann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sowas gefällt mir. Das war ein super Speed-Up auch wieder. Nice. Und solche kleinen Fehler kann man, sobald man den Turbo hat, ja auch wieder gut machen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war blöd. Das war jetzt blöd. Ich traue mich nicht, in den Ballon zu gehen. Bisschen mehr Zeit haben wir bekommen. Aber auch nicht allzu viel. Ich darf halt vor allem keinen Fehler machen. Im Gegenteil. Nein! Ich muss wieder so Moves hinlegen wie vorhin. Geh weg. Okay. Weg! Nein! Das war scheiße, ich habe keinen Turbo, um es auszugleichen. Kacke! Fuck! Wir haben zwar ein paar Sekündchen mehr, aber das wird nicht reichen. Das wird wieder nicht reichen. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nein! So close. So fucking close, Mann. Das ist das, was ich meinte, als ich im Story-Modus gesagt habe, das Schlimme bei dem Kartrennen sind nicht die Story-Dinger selbst, sondern die Missionen. Und auch die anderen Missionen im Hard-Mode sind schon nochmal ordentlich happig, also... Ja. Vor allem das setzt eben nochmal auf Punkte noch zusätzlich. Das ist... Also auf Rang, nie auf Punkte. Das ist richtig crank. Krank. Verzeihung. Crank. Das ist voll crank, Alter. Wie rede ich denn? Okay. Nicht gedacht, dass ich die noch kriege. Bin ich gespannt, was ich für eine Zeit dazu bekomme. Gleich sind wir schlauer. Geh weg da! So, die war verdammt knapp. 79 waren es. Nein! Okay, zum Glück geht es hier gleich wieder bergab. Das heißt, ich krieg den Speed zurück, den ich verloren habe.
das darf natürlich nicht allzu oft passieren. Scheiße. Das war zum Beispiel wieder blöd. Okay, Turbo ist da. Das ist schon mal gut. Hier ist jetzt allerdings unangebracht. Ein Tunnel ist da super unangebracht. Hier können wir jetzt einsetzen. Jetzt muss ich nur gerade werden. Okay, perfekt. Perfekt. Gute Zeit bisher. Einen Turbo kriegen wir noch zusammen. Ja, nice, das reicht. Das reicht locker. Das reicht. Das reicht. Oh boy. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Rang geworden ist. Schwitzi, schwitzi. Okay. Na, ein paar A-Ränge haben wir dann ja mal. Uff. Ja gut, jetzt habt ihr mal die Missionen gesehen mit den Cards. Das ist wie bei Ruhestand, wie gesagt, ähnlich. Theoretisch könnten wir uns nächstes Mal mit Knuckles noch ein paar Missionen anschauen. Die sind noch ein bisschen anders auch. Jop, jop, jop. Also mit Knuckles und Rouge ist ja dann das gleiche, ist ja das Äquivalent. Ich glaube, das machen wir. Danke fürs Zuschauen. Achso, und die Charm World möchte ich natürlich auch nochmal kurz ein bisschen zeigen dann. Ob beim nächsten Mal schon, kommt drauf an, wie lange ich mir den Knuckles brauche. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.